Schönheit machen, na, Schönheit macht man nicht, Schönheit ist, ja, und man kann es empfangen und dann umsetzen, ja. Und wer Schönheit nicht sieht, wird kein Designer. Ganz einfach. Innere Schönheit ist das, was strahlt. Viel Jugend hat auch äußere Schönheit. Die kann vorübergehen, muss aber nicht. Ich rede jetzt nicht von Botox, sondern ich rede von der persönlichen Weiterentwicklung. Ja? Also jeder Mensch hat einen inneren Diamanten, weil sonst wäre er Staub. Also es ist logisch. Wenn ich mich mit den Sachen befasse, die ich auch wirklich gerne mache und die mich begeistern, das ist so eine Vibration. Das ist ein Teil der inneren Schönheit, die einen dann auch zum Strahlen bringt. Und die äußere Schönheit, naja, das geht ja Hand in Hand. Also, und eben, je älter man wird, desto mehr kommt der innere Zustand, also hoffentlich die innere Schönheit nach außen, weil die Falten ja auch nur das nach außen bringen, was innen vorhanden ist, nämlich die Einstellung. Also ich bringe Schönheit und Freude, weil ich in meinen Kundinnen wirklich auch deren Schönheit sehe. Und dementsprechend für diese Frauen Kleider mache, für sie. Jeder Bildhauer sieht in dem Stein, Felsbrocken seine Skulptur und so sehe ich in den Stoffen meine Kleider. Ich gehe sehr offen vor allem an Materie heran und da ich mir selber auch zugestehe, also vor allem im kreativen Prozess, einfach auch Fehler zu machen, ja, entstehen dann witzige Sachen. So ganz gegen Ende der Kollektion kommen dann so ganz tolle Geistesblitze, die mir dann alles Vorherige wieder über den Haufen werfen. Naja, mein Gott, ist so. Es ist im Grunde wie eine Schwangerschaft. Es gibt die intellektuelle Herangehensweise und es gibt die optischen Reize und die befruchten sich. Und dann steht ein Baby und das kann wachsen und das kann aber auch mittendrin sterben und abgehen. Die meisten sind zum Glück normal auf die Welt gekommen.